Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag mitsamt der Begutachtung der US-Märkte, die sich hier wieder ein Stück weit schwächer zeigen als der DAX. Kurz zur Beschau, hoppala, vielleicht mal kurz zur Beschau. Wir sehen hier, na, Marketing jetzt zu Recht. Wir sehen hier ja, die Unterschiede, und am besten hier oben können Sie sehr schön sehen, DAX hier 11.800 Punkte, das ist der pure Wahnsinn. Hingegen hier die US-Amerikaner sich so mehr oder weniger kaum vom Fleck bewegen können, und das ist jetzt der Grund, warum wir jetzt einfach mal die US-Indizes wieder unter die Lupe nehmen. Denn wir haben hier nach wie vor eine relative Schwäche im Preisverlauf, und das ist natürlich eine Situation, die hier ganz klar hinderlich ist. Die relative Schwäche dürfte sich möglicherweise auch weiter fortsetzen, wie wir das jetzt mal hier am Dow Jones begutachten wollen. Zunächst der Tageschart. Wir sehen hier ja, die Kerze vom Freitag, die Ausverkaufskerze. Dann hier der Montag, Dienstag und die heutige Mittwochskerze. Alles sehr, sehr human. Und es deutet sich hier tatsächlich an, dass wir, wenn überhaupt, so eine leichte Erholung sehen, vielleicht bis 17.800 Punkten, um dann hier durchaus weiter abzusacken. Niveaus hier bis 17.500, 17.450 sind hier durchaus denkbar. Also es scheint so, als wären die US-Amerikaner tatsächlich noch nicht fertig auf dem Weg nach Süden. Kurzfristige Erholungsimpulse scheinen mir hier viel mehr Short-Gelegenheiten zu sein. Wir haben hier zudem das 38er Level, was sich hier eben im Bereich 17.800 Punkte jetzt hier möglicherweise als gute Short-Chance darstellt. Also der Bärenzug dürfte hier weiter anhalten. Wir haben jetzt hier im Stundenchartintervall jetzt nicht die Fibos drin, vielmehr hier so ein Cluster, das ist bereits schon ein Stück weit früher. Sie sehen es jetzt 17.738, 17.750. Dieses Level ist hier eine erste markante Widerstandszone, die ich jetzt mal grün mache, denn sie war einmal eine Unterstützung und wandelte sich nun in einen Widerstand. Das Niveau ist definitiv hier das große Dogma in Sachen weiterer fallender Preise. Man muss davon ausgehen, dass, wenn es dazu kommt, dass wir uns in diesem Bereich vorarbeiten, maximal noch 17.800 Punkte, 17.830 vielleicht drin sind, um dann letztlich hier eine Umkehrbewegung zu fahren, die dann letztlich eine weitere günstige Korrekturfortsetzung in Aussicht stellt. Also die US-Amerikaner nach wie vor, wie gesagt, scheinen nicht fertig auf der Südseite, und eventuell schafft es der Dow Jones noch nicht mal hier, diese Indikationshochs vom Mittag zu überwinden. Also sollten wir hier unterhalb von, nehmen wir direkt das Hoch der Kerze, 17.738 Punkten bleiben, dann könnte sich hier direkt wieder ein neues Abwärtsmomentum aufbauen. Und wie gesagt, 17.500, 17.450 sind hier durchaus die nächsten Abwärtsziele. Schrauben wir uns hingegen über 17.738 raus beim Dow Jones, dann haben wir hier bei 17.830 Punkten hier in diesem Bereich die nächste Hürde auf der Oberseite. Also definitiv keine schönen Aussichten, wenn wir das mal so betrachten wollen. Aber damit muss man wohl leben. Schauen wir uns kurz den S&P nochmal an als breit gefassten US-Index. Ähnliche Situation, wir gehen mal hier auf den Tageschart ein. Auch das wurde ja gestern schon präferiert. Wir haben hier diese signifikante Unterstützung 2065 Runde, also 2065 bis 2070 Punkten. Hier jetzt als Widerstand, auch den mache ich jetzt in dem Fall mal rot, weil definitiv ausgegeben hätte ja gestern noch zu einer Erholung kommen können. Positiv wären hier also erst wieder Preise zu sehen, wenn wir hier wirklich über dieses Level rausgehen. 2070 Punkte wären hier dann eben eine Marke, um zu sagen, okay, jetzt haben wir hier möglicherweise wieder bullisches Momentum. Unterhalb dessen bleibt es aber short ausgerichtet. Also hier auch die heutige Erholung, sofern sie sich denn fortsetzt, dürfte sich hier in dem Bereich 2050 bis 2060 irgendwann erschöpfen. Und es deutet vieles darauf hin, dass wir dann eben neue Preistiefs machen und durchaus hier nochmal die Marke von 2000 Punkten ansteuern könnten. Also die Bären haben jetzt hier definitiv das Ruder an der Hand. Weitere Rücksätze gelten als wahrscheinlich. Das würde sich wirklich erst umkennen, wenn wir hier wieder diese starke Abverkaufskerze vom Vortag, also hier insbesondere vom Dienstag, eben hier relativieren würden. Wobei von 2070 Schrägstrich das Hoch der Kerze war bei 2079. Also wenn wir hier wieder rausziehen würden, das wäre dann hier schon eine Art V-Manier, dann könnte man sagen, okay, die Bullen sind hier wieder zurück. Aber bis dato muss man hier einfach Ruhe bewahren und jetzt abwägen, ob es sich hier überhaupt Sinn macht, schon so frühzeitig lange zu positionieren. Würde erst Sinn machen, wenn wir nach oben ausbrechen. Oder aber, und das ist sehr, sehr interessant, wenn wir hier in diese Zone eintauchen, um 2000 Punkte,
Das wäre ein ganz, ganz interessantes Level. Da würde ich jetzt mal drauf spekulieren, beziehungsweise würde hier den Preis vom S&P 500 speziell gern dort sehen. Das entspricht dann beim Dow Jones wahrscheinlich das Niveau von 2400, 2300. So in der Area, da sollte man dann durchaus Obacht geben, ob es da nicht die Möglichkeit gibt, hier wieder auf den Long-Zug aufzuspringen. Denn generell, das ist ganz klar, haben wir hier eine übergeordnete Aufwärtsbewegung, die noch intakt ist. Wenn gleich bei den Amerikanern hier sich der ein oder andere Fehlausbruch schon am Horizont abzeichnet. Also gerade hier mit der Bewegung eben hier vom Februar neues Allzeithoch, dann geriet der Zug jedoch in Stocken. Hier die Rücksetzer, das waren eigentlich im Prinzip Levels der Rücksetzer vom Freitag, dann hier eben Montag. Hier hätte er sich fangen müssen im Ideal, um den direkt weiter aufzudrehen, aber aufgrund des Ausverkaufs von gestern hat sich hier definitiv ein Verkaufssignal generiert oder sozusagen etabliert, was dann jetzt eben weitere Verluste zulässt. Also grundsätzlich hätte der Index hier im Bereich 2065 Punkten halten müssen, aber die guten Arbeitsmarktdaten, die guten Wirtschaftszahlen und eben hier dann eben die Gefahren einer Zinsanhebung lasten derzeit definitiv oder auf dem US-Arbeitsmarkt. Und insofern ist es hier so, dass die Aktien derzeit gemieden werden. Ob das eine kurzfristige Geschichte ist, wird man sehen. Das wird sich im Bereich 2000 Punkten dann ergeben. Gehen wir hier signifikant weiter nach unten, dann ist klar, haben wir eine neue Verkaufsarea. Aber ansonsten hier alles noch möglicherweise stärkere Korrekturbewegungen mit Chance, hier dann nochmal günstiger einzusteigen für neue Hochs. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Letztlich DAX phänomenal. Wir werden das morgen nochmal auswerten. Der DAX handelt ja jetzt noch knapp eine Stunde. Unglaublich. Direkt ohne Pause Richtung 17.800, Richtung 11.800 hochgeschossen. Die 12.000 ist schon näher, als man glauben mag. Das werden wir aber morgen dann im JFD Live Trading ab morgen zum DAX dann nochmal neu beleuchten. Jetzt wollen wir erstmal Ruhe bewahren, abwarten, was der Tag dann direkt noch per Xetra-Schluss darstellt. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal eine schöne Handelszeit, einen schönen Resttag. Hoffentlich haben Sie auch Sonnenschein. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.